Während des Warschauer Aufstands wurde die Zivilbevölkerung gleichzeitig mit mehreren Erlebnissen konfrontiert. Zunächst, schon am ersten Tag, war es das mit der Familientrennung. Viele Menschen wurden überrascht von dem Ausbruch des Warschauer Aufstands. Sie waren einkaufen, sie waren in der Arbeit und durch die Kampfhandlungen konnten sie nicht mehr nach Hause. Und sie wurden teilweise auch über Wochen von ihren Familien abgetrennt, weil einzelne Stadtteile zu so einzelnen Festungen geworden sind. Und so haben sich einzelne Familienangehörigen wochenlang nicht gesehen. Sie machten sich Sorgen. Die Kommunikationswege wurden unterbrochen. Man konnte auch nicht erfahren, wie es dem anderen erging. Ein anderes Erlebnis war aber eine Solidaritätswelle, die da auch gleich schon am Anfang des Aufstands ausbrach. Und die Menschen organisierten sich zusammen, die Frauen in der Küche und bereiteten Mahlzeiten für die Aufständischen vor. Und es bildeten sich große Gruppen, die auch Sanitätsdienst geleistet haben. Und diese Solidaritätswelle war auch eine positive Erfahrung, die die Menschen im Warschauer Aufstand gemacht haben. Gleichzeitig aber, nachdem die deutsche Offensive den Aufstand brutal niedergeschlagen hat, mussten die Menschen sich vor den Panzerbeschüssen, vor Brandbomben und vor Granaten schützen. Die deutsche Offensive hat die Menschen in Todesangst versetzt. Die Menschen hatten Angst, unter den Türmen zu sterben und dennoch mussten sich in Kellern und Luftschutzräumen verstecken. Sie mussten dort ausharren und zwar nicht ein paar Tage, sondern auch mehrere Wochen. Und dort litten sie unter Hunger, weil die Vorräte, die man sich für solche Momente gesammelt hat, die wurden sehr schnell erschöpft. Dann kam auch das Problem mit Trinkwasserversorgung. Die Menschen mussten sich an den offiziellen, an den öffentlichen Brunnen stundenlang anstellen und unter der Gefahr von Luftangriffen hoffen, dass sie ein Eimer mit Trinkwasser nach Hause bringen. Und das Wasser nutzten sie vor allem zum Kochen und nicht zum Waschen. In den Luftschutzräumen haben sich auch sehr schnell Krankheiten ausgebreitet. Dysenterie zum Beispiel war ein großes Problem. Die Menschen dann schon im Oktober und September froren stark, also die Kälte, die Luftschutzräume oder Kellerräume waren sehr feucht, sehr oft ohne Tageslicht und die Menschen mussten auch auf dem Betonfußboden schlafen. Die Räume waren überfüllt und die Luft war stickig in diesen Räumen und dazu kam auch noch der brennender Geruch, weil nach den Brandbomben wurden sehr viele Miethäuser in Flammen gesetzt. Die großen Wohnhäuser stürzten ein. Teilweise wurden dadurch auch sehr viele Todesfälle verzeichnet. Man hat das Problem gehabt, die Leichen dann zu beerdigen. Eine schmerzhafte Erfahrung der Zivilbevölkerung war die direkte Gewalt der deutschen Besatzer und die Brutalität, mit welcher der Aufstand niedergeschlagen worden ist. Als die Panzer vorrückten, dann wurden Straße um Straße, Häuser um Häuser verbrannt, ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Es wurden Krankenhäuser in Flammen gesetzt, ohne Rücksicht auf die Kranken. Es wurde auf den Straßen geschossen mit der Artillerie und mit den Maschinengewehren, ohne Rücksicht auf die Zivilisten, die sich gerade auch mit Wasser versorgen sollten. Deshalb gab es sehr viele Todesopfer, die in diesen direkten Kampfhandlungen ums Leben gekommen sind. In der ersten Woche des Warschauer Aufstands gab es den Befehl,
dass sämtliche Leute, sämtliche Zivilisten zu erschießen seien. Dieses Befehl wurde in der zweiten Woche insofern abgeändert, dass man die Zivilisten in ein Konzentrationslager schicken wollte. Und die Menschen, die man auf den Straßen, in den jeweiligen Straßen, die sich die Deutschen erkämpft haben, diese Menschen wurden zusammengefecht und erstmal in ein Durchgangslager gebracht. Sie wurden da aber auch vernommen. Es gab auch Vergewaltigungsfälle in dieser Zeit. Und wir wissen schon, dass am 7. August schon der erste Transport nach KZ Ravensbrück Warschau verließ. Während des Warschauer Aufstands hat man die Zivilisten aus ihren Häusern vertrieben. Es gab immer wieder Aufrufe, die Zivilisten müssen ihre Häuser verlassen und sich dann zu den Sammelpunkten zu begehen. Und dann wurden sie nach Pruschkow zu dem großen Durchgangslager gebracht. Nach der Kapitulation des Warschauer Aufstands mussten alle die Hauptstadt verlassen. Es begann am 3. Oktober ein großes Exodus aus der Hauptstadt Richtung Pruschkow, entfernt etwa 15 Kilometer, was viele zu Fuß den Weg zurücklegen mussten. Sie durften nur ein kleines Gepäck mitnehmen. Und in Pruschkow mit tausenden anderen Zivilisten wurden sie dort selektiert. Selektiert nach dem versprochenen Nutzen. Das heißt, dass man gesunde Erwachsene, starke Erwachsene und Jugendliche als Arbeitskräfte nutzen wollte. Und die wurden dann in das sogenannte Altreich deportiert. Die Kranken und die Alten, die galten als unbrauchbar und die galt es im Generalgouvernement zu verstreuen. Auch mit Transport natürlich. Auf eigene Faust war es nicht vorgesehen, dass jemand das Pruschkow-Lager verlassen durfte. Und diese Transporte waren auch eine sehr schmerzliche Erfahrung, weil sie waren überfüllt. Die Menschen mussten so in einem Waggon, waren so um 70 Leute angepfercht. Die Menschen mussten dort stehen und so ein Transport nach Ravensburg oder Auschwitz dauerte ein paar Tage, wo die Menschen kaum was zum Essen bekommen haben und auch kaum Trinkwasser. Also so diese Transporte haben sich in die Erinnerungen der Betroffenen sehr stark eingeprägt. Und in Pruschkow selbst litten die Menschen schon an Hunger, weil in diesen großen Fabrikhallen, wo sie auf dem Betonboden schlafen mussten, haben sie nur einen halben Liter Wasser oder dünne Suppe pro Tag zum Essen bekommen. Ebenso waren diese ärztlichen Untersuchungen bei dieser Selektion demütigend für die meisten Menschen, weil man ganz genau prüfen wollte, ob sie doch noch vielleicht arbeitsfähig sind und sie man sehr gut in einer Rüstungsfabrik in Berlin oder in Essen gebrauchen könnte. Konkrete Zahlen, wie viele Menschen in Pruschkow nach Pruschkow deportiert wurden, haben wir nicht, weil es wurden keine Evidenzenlisten geführt. Wir haben aber Listen, Transportlisten, die jeweiliges KZ erreicht haben, und so wissen wir die Mindestanzahl zumindest von den Personen. Und die Anzahl von den Warschauer, die in Pruschkow waren, es schwankt zwischen 350.000 bis sogar 650.000, die das Durchgangslager erreicht haben. Von dieser Anzahl sind 60.000 in die Konzentrationslager eingewiesen. Etwa 100.000 sind zu der Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht worden. Und etwa 170.000 sind es das Todesopfer des Warschauer Aufstands insgesamt. Viele Warschauer Kinder verloren im Aufstand schon ihr Leben, denn sie kämpften mit, sie meldeten sich zum Sanitäter, sie meldeten sich als Briefträger und sie wollten beim Aufstand mithelfen. Die kleinen Kinder mit den Eltern mussten in den Luftschutzräumen ausharren. Die hatten Hunger,
Die wurden auch empfindlicher, was es Erkältungen angeht, und eben auch Dysenterie haben Kinder bekommen, viel schneller als Erwachsene. Und kranke Kinder in den Luftschutzräumen waren sehr schwer medizinisch zu versorgen. Die Kinder, die das überlebt haben, sind dann auch nach Pruschkow gebracht worden. Viele sind mit ihren Eltern dann zur Zwangsarbeit deportiert worden, viele sind aber ohne Eltern. Wir wissen, dass 1500 Kinder nach KZ Auschwitz deportiert worden sind. Deshalb gibt es in Warschau jetzt, können wir an der Stadtmauer ein Denkmal für einen kleinen Aufständischen auch sehen. Das ist ein wichtiges Symbol, denn das Symbol ist schon direkt nach dem Krieg konzipiert worden, denn das Symbol erinnert eben an die während des Aufstands gestorbenen Kinder, aber auch an die in die KZ-Lager deportierten Kinder. Ja, mein Opa war auch unter diesen Kindern, die infolge des Warschau-Aufstands zur Zwangsarbeit verschleppt worden sind. Leider weiß ich nicht viel davon, weil er hat nicht erzählt und ich habe nicht gefragt. Und jetzt ist es zu spät. Aber aus Unterlagen und Dokumenten konnte ich sein Schicksal nachvollziehen, nachrekonstruieren. Er hatte den Warschau-Aufstand in dem Stadtteil Żoliborz verbracht, in einem Luftschutzkeller, zusammen mit seiner Familie, und ist am 3. Oktober aus Warschau vertrieben worden mit seiner Familie. Er war damals 13, seiner Schwester 9. Und er hatte das Glück, dass die ganze Familie zusammen blieb. Die wurden nicht getrennt und sind dann zu einem chemischen Fabrik nach Braunschweig gekommen, alle vier. Und alle vier mussten dort Zwangsarbeit verrichten in dieser Chemikaliefabrik, bis die Fabrik im Januar 1945 bombardiert wurde. Und dann kam es aber zur Trennung der Familie. Dann ist mein Opa schon 14-jährig alleine zu einer anderen chemischen Fabrik nach Büsum gebracht worden. Von seinem Vater ist keine Spur mehr übrig. Er hat immer erzählt, dass er dort erschossen worden ist. Ich kann die Geschichte nicht mehr weiter nachrekonstruieren, was mit seinem Vater passiert ist. Und er wurde dann selber von der Mutter und Schwester getrennt. Und erst 1947 kehrte er als Displaced Persons dann mit regulärem Repatriationszug nach Warschau zurück und hat angefangen, dort eine Ausbildung zu machen. Bei den Deportationen, das habe ich vergessen vielleicht zu erwähnen, dass es für die Menschen schmerzhaft war, alles zurücklassen zu müssen. Das ganze Hab und Gut, die Menschen wussten, dass sie das nicht wieder vorfinden werden. Insofern wussten sie ja auch, dass die Stadt komplett in Ruinen steht, und wenn sie zurückkehren, dann kehren sie einen Ruinenstaat trotzdem wieder. Aber dennoch wollten sehr viele Warschauer zurück nach Warschau und sich da zusammenzufinden. Und bei meiner Familie war es so, dass mein Opa, dass er alleine dann nach Warschau kam, ist er einfach gleich in die Wohnung, wo der Vertreibung gewohnt hat. Und dort war sie schon, seine Mutter da und seine Schwester. Insofern hatte er Glück gehabt. Also die erste Anlaufstelle war immer noch die letzte Wohnung. Man hat geschaut, was übrig geblieben ist. Die Menschen haben zum Beispiel ihr Hab und Gut dann während der Bombardierungen in Kellern versteckt, im Garten vergraben. Und da wollten sie auch unbedingt hin und schauen, ob diese Sachen auch noch da sind. Und man hat sich dann auch dadurch kommuniziert und sich dann auch weitere Nachrichten auch über die Nachbarn vermitteln lassen. Mein Opa wollte nie darüber reden. Er wollte auch nie nach Deutschland zum Einkaufen fahren. Wir wohnten in Stettin, das war gleich um die Ecke, aber er wollte nie irgendwas mit Deutschland zu tun haben. Er hat für sich das Thema abgeschlossen und auch großen Schweigemantel drüber gezogen.